Mir macht besonders viel Spaß am Eisschnelllaufen das Zusammenspiel aus Kraft und Technik. Das zu kombinieren ist extrem kompliziert und nur die Besten schaffen es nach ganz vorne. Eisschnelllaufen ist eine der wenigen Sportarten, wo man im Training ganz, ganz viele verschiedene Sachen macht, weil man eben auch so viele verschiedene Techniken und Fähigkeiten braucht. Ein typischer Trainingstag bei uns besteht aus Krafttraining und einer Laufeinheit. Wir machen Imitationen, Sprünge, sehr viel mit Zugseilen, um Widerstände zu simulieren. Wenn der Körper keine Kraft mehr hat, dann versuche ich durchzubeißen oder dann muss man auch immer sich eingestehen, okay, heute wird's nicht. Aber Leistungssport ist immer an seine Grenzen zu gehen. Immer wenn ich in die Eishalle gehe, die Atmosphäre aufsauge, das Eis rieche, dann weiß ich, okay, hier bin ich richtig, hier habe ich Spaß dran. Today, 3 to 5 laps in, 1XL, 4 times, 600 meter tempo full. Yeah. Everybody take a lead. I want you to take one. Yes. Yeah. All right. Yeah. Good. Die Unterstützung der Deutschen Sporthilfe ist enorm wichtig, vor allem für jüngere Sportler, die das Geld dann für Trainingsmittel brauchen, für Lehrgänge. Für mich persönlich sind vor allem die Weiterbildungsveranstaltungen sehr interessant, ob es um Bewerbertraining geht, welche Studiengänge gut für mich wären. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Eisschnelllaufen wieder an Bedeutung gewinnt, dass die Gesellschaft merkt, was für ein schöner und toller Sport das ist. Ich bin auf dem Eis als Einzelsportler natürlich sehr ehrgeizig und sehe auch die anderen Sportler als Konkurrenten. Aber ich glaube auch, dass man Ziele nur erreichen kann im Team. Das funktioniert nur, wenn alle Sportler an einem Strang ziehen, vor allem im Sport, der so lange keine Medaillen geholt hat wie Eisschnelllaufen. Mir ist es besonders wichtig, dass selbst wenn ich die Medaille nicht hole, dass ich ein Umfeld hinterlasse, wo die Sportler, die nachkommen, sagen können, okay, hier kann ich das Bestmögliche für mich rausholen und am Ende eine Medaille vielleicht gewinnen.